Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Und zwar nochmal Dubaro Computersysteme. Das hat auch einen Grund, der Grund kommt gleich. Und zwar mit dem Hardware-Deal 2000 Edition für 1949 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP-CDK-Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Und der Grund, den wisst ihr ja vielleicht aus dem vorhergegangenen Video von dem Kreativecke 2000 PC, das war Schrze. Ich kann den Namen immer noch nicht aussprechen. Es ist einfach nur so, er möchte gerne einen Vergleich zwischen den beiden PCs Hardware Deal 2000er und Kreativecke 2000er. Den Kreativecke 2000er haben wir gemacht. Der Hardware Deals kommt dann jetzt. Und ich werde dementsprechend natürlich dann ein Fazit ziehen, beziehungsweise es ist nicht so ganz einfach. Ich brauche da auch ein bisschen die Hilfe von der Community. Ich habe auch meine Mods gefragt und so. Es gibt ein paar Pro-Punkte, ein paar negative Punkte, wenn man die beiden Systeme vergleicht. Deswegen würde ich euch bitten, das vielleicht einfach in die Kommentare zu schreiben. Wir starten wie immer mit dem Bild. Ganz normales Gehäusebild. Kennt man schon mit RGB-Beleuchtung, pipapo. Aber so sieht es dann halt wirklich aus. Da kommt natürlich noch Hardware rein. Aber sie verarschen euch nicht irgendwie in der Hinsicht, dass sie da irgendwas reinbasteln in das Bild, was so gar nicht drin ist. Das passt. Als Prozessor bekommen wir den Intel i5 13600KF. Das ist ein 14-Kerner mit 20 Threads. Wir haben hier Performance- und Efficiency-Kerne. Das heißt, die sind nicht alle gleich schnell. Die Efficiency-Kerne werden einfach nur dafür genutzt, falls ihr Office-Aufgaben oder so macht oder ein Video guckt. Die Performance-Kerne schalten sich einfach dazu, sofern ihr dann zockt. Dann haben wir eine TDP von 125 Watt, kann sich allerdings auch 181 Watt reinschrauben. Also in meinen Messungen, ich habe hier den 13600K, der ist auch nicht übertaktet, komme ich teilweise auf 190 Watt. Das macht der dann wirklich im Turbo, das hält er circa eine Minute lang. Es kommt darauf an, ob man ihn so halt drosselt oder nicht. Dann geht er halt wieder zurück auf seinen Basisclock. Und was den Speicher angeht, unterstützt das Teil DDR5 5600 MTS oder DDR4 3200 MTS, könnt ihr wie immer schneller betreiben. DDR5 auf jeden Fall mit 6000 MTS ganz locker, wenn nicht sogar 6400 oder 6800 und in DDR4-Bereich 3600, 4000 überhaupt kein Problem. Wie gesagt, den Prozessor habe ich selber auch als K-Variante. KF steht in dem Fall dafür, da hat keine integrierte Grafikeinheit, bedeutet für euch, ihr müsst das Bild über die Grafikkarte ziehen. Ich habe den K-Prozessor genommen, einfach nur aus dem Grund, falls meine Grafikkarte mal abraucht, habe ich immer noch ein Bild, kann dann an dem Mainboard den Anschluss benutzen, dann passt das. Der Prozessor ist für alle gängigen Sachen geeignet. Streamen, Office-Arbeiten, Zocken, gar kein Problem, Video Schnitt mache ich ja auch damit, ist die aktuellste Generation von Intel. Natürlich gibt es noch den 13.7er, den 13.9er und so, aber wir sind hier beim Preispunkt von ungefähr 2000 Euro und da passt er dann ganz gut rein. Und er kostet 308,99 Euro bei Mindfactory. CPU-Kühler Enderfine Navis F360A RGB. Bei der haben wir jetzt halt einfach so ein Thema, die passt nur in die Front von dem Gehäuse, was hier verwendet wird. Das ist aber nicht schlimm. Ich denke mal, dass die Lüfter, die schon im Gehäuse vorinstalliert sind, dann einfach nach oben und hinten reingepackt werden. Das heißt, der Airflow ist auf jeden Fall gegeben. 360er Wasserkühlung für den 13.600 KF überhaupt kein Problem. Ist jetzt keine besondere Wasserkühlung, hatte ich schon im Test. RGB-Beleuchtung ist ein bisschen dran, ja, aber hat jetzt kein fancy Display oder so. Sie macht aber ihren Job, sie kühlt gut. Wie gesagt, habe ich getestet, passt soweit. Kann man mit arbeiten. Und die kostet 128,99 Euro bei Mindfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z790D DDR4. Das Z790D ist leicht unter dem Gaming X angesiedelt. Ich glaube, das Gaming X gibt es unter Z97 auch nur mit DDR5. Zu dem Thema kommen wir auch gleich noch. Es ist aber ein okayes Board. Kann man machen. Ist Full ATX, man hat Erweiterungsmöglichkeiten, ist jetzt nicht ultra High-End oder so, aber das passt soweit schon. Mit dem Z790-Chipsatz könnt ihr potenziell auch noch ein bisschen übertakten. Wir haben hier gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten noch 2 weitere SSDs, hier kommt die Grafikkarte rein. Je nachdem, wie dick der Kühler der Grafikkarte ist, müsstet ihr vielleicht auf diesen Slot hier verzichten, aber die anderen drei könnt ihr auf jeden Fall benutzen für eine WLAN-Karte oder eine Capture-Card oder was auch immer ihr gerne erweitern möchtet. Was die Anschlüsse angeht, haben wir Mikrofon, Kopfhörer, Line-In-Netzwerk Anschluss, 4x USB 3.0, USB Typ C ist mit am Start, USB 3.1 ist mit am Start. Die Onboard-Grafik könnt ihr hier leider nicht benutzen, weil eben der 13600KF keine integrierte Grafikeinheit hat. Zieht das Bild über die Grafikkarte, das passt dann schon soweit. 2x USB 2.0 und PS2-Anschluss haben wir auch noch mit dabei. Den werdet ihr auch nicht benutzen, ist halt für ältere Mäuse und Tastaturen, werden meistens im Büro benutzt,
aber halt nicht bei euch zu Hause. Ihr werdet sehr wahrscheinlich irgendwelche Gaming-Hardware benutzen, also Gaming-Tastatur und Maus, je nachdem. Wie gesagt, ist nichts Besonderes von den Anschlüssen her. Wenn ihr damit klarkommt mit dieser Anzahl von USB-Anschlüssen, dann ist das okay. Ich würde nicht damit zurechtkommen. Ich habe das Mikrofon da dran, Tastatur, Maus, Stream Deck und wie sie alle heißen. Also auch mein Mauspad ist auch noch beleuchtet und so. Das wird dann schon irgendwann eng. Wenn ihr damit klarkommt, ist das okay. Und das kostet 189,55 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine 20 GB AMD Radeon RX 7900 XT beliebiger Hersteller. Die wird nicht montiert geliefert. Das heißt, ihr müsst die selber einbauen. Eben da reinstecken, zwei Schrauben festziehen, die Kabel anstecken, die liegen schon passend im Gehäuse und dann läuft das. Da wir nicht genau wissen, was wir bekommen, nehmen wir jetzt hier die XFX AMD Radeon RX 7900 XT. Das ist jetzt gerade die günstigste am Markt. Hat 20 GB Videospeicher, reicht für WQHD und 4K eigentlich ganz locker. Natürlich gibt es noch die XTX, die ist nochmal einen ganzen Bumm schneller, aber eigentlich reicht es für die gängigen Spiele. Es kommt immer ganz darauf an, es gibt immer so Ausreißer bei einigen Spielen, wenn ihr wirklich alles auf Maximum ballert, werdet ihr jetzt natürlich nicht so geile FPS-Werte erreichen wie bei einer XTX, aber eigentlich reicht die dafür aus. Den FPS-Test dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet aktuell 799 € bei Mindfactory. Arbeitsspeicher 32 GB, 2x16 GB, also Dual-Channel, schon mal sehr wichtig, DDR4 Kingston 3600 MHz Fury Beast. Und das ist jetzt halt so ein Thema, ich habe mich eben mit den Mods unterhalten, bei einem 2000-Euro-System oder knapp 2000-Euro-System noch DDR4 zu verbauen, weiß ich nicht. 3600er ist okay, ist CL18 ist jetzt kein besonderer, 32 GB ist auch okay, aber wir sind hier auf einem älteren Standard. Ich hatte mal eine Umfrage gemacht, PC-System für 1500 €, okay, da waren wir noch 500 € drunter gegenüber dem PC, den wir jetzt hier haben, ob DDR4 da noch okay ist. Und die meisten haben eben mit 73% gesagt, ja, das ist noch okay. Jetzt ist die Frage, ist das bei 2000 € immer noch so? Wir müssen mal überlegen. DDR4 wurde 2014 angekündigt. Ich denke mal, der Release war dann irgendwann 2015 oder so. DDR5 auch schon vor 3 Jahren angekündigt. Release wahrscheinlich auch ein Jahr später oder so. Wir setzen hier auf eine Technik, die auf jeden Fall mindestens 7 oder 8 Jahre alt ist. Und ich weiß nicht, ob man das heutzutage bei einem 2000-Euro-System noch machen sollte. Und das macht es für mich jetzt auch so schwer zu bewerten, welcher PC ist besser. Der von Hardware Deals oder Kreativecke. Das ist halt so eine Preis-Leistungs-Geschichte und will man später noch aufrüsten und setzt man auf ältere Technik oder auf neuere Sachen. Kommen wir aber am Ende auch nochmal zu. Schreibt gerne mal hierzu eure Meinung in die Kommentare rein. Und das mache ich jetzt auch nicht, um den Algorithmus oder so zu pushen. Wir wissen einfach nicht, was wir machen sollen. Ich habe mit mehreren Mods gesprochen. Der eine sagte so, der andere sagte so. Ich habe meine eigene Meinung auch noch. Ich bin echt gespannt. Ansonsten sind 32 GB natürlich okay. 3600 MTS ist auch völlig okay. Kann man so machen. Bei 2000 € erwarte ich das aber auch. Und der kostet 79,88 € bei büromarkt.ag.de. Die Festplatte ist eine 1 TB Western Digital WD Blue SN570. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Das ist so eine Durchschnitts-PCI Express 3.0 SSD. Das passt schon. 1 TB finde ich bei 2000 € allerdings ein bisschen wenig. Das ist auch nochmal so ein Punkt. Bei dem Kreativecke-PC war eben 2 TB drin. Qualitativ nicht so hochwertig wie jetzt diese 1 TB hier. Das hat was damit zu tun, Kingston NV2 versus SN570. Trotzdem sind 1 TB einfach zu wenig. Da hätte ich mir durchaus 2 TB gewünscht. Ob das im Preis noch drin gewesen wäre, rein rechnerisch mit Sicherheit. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, der Aufpreis bei diesem PC ist wie beim Kreativecke-PC nicht sonderlich hoch. Also abschließend dazu sei zu sagen, das müsst ihr dann selber entscheiden. Es gibt Spiele, die sind einfach riesig. Ark Survival Evolved zum Beispiel mit allen Modpacks ganz locker 500 GB. Es gibt einige, die das auch schon bestätigt haben in den Kommentaren. Ich habe selber Ark gespielt, ich habe über 1000 Stunden in dem Game. Und ja, das kann so viel fressen. Und dann müsst ihr halt selber wissen, was wollt ihr spielen, ob dann 1 TB eben ausreicht oder eben nicht. Und die kostet 41,90 € bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein 850 Watt MSI MPG A850G 80 Plus Gold ATX 3.0 PCI Express 5. Das hat 10 Jahre Herstellergarantie, ist 80 Plus Gold zertifiziert und vollmodular. 850 Watt reicht für das System ganz easy. ATX 3.0 ist schon mit dem neuen Stecker, obwohl AMD mit der Grafikkarte den noch gar nicht benutzt. Ist aber interessant halt für euch, wenn ihr später sagt, ich möchte eine neuere Nvidia-Karte nehmen, die schon diesen kleinen neuen 600-Watt-Stecker hat, ist er auf jeden Fall mit dabei. Natürlich ist bei dem Netzteil auch noch der alte Stecker mit dabei für die älteren Grafikkarten, also was heißt für die älteren? Die mit dem älteren Stecker, wie es jetzt hier bei AMD so ist. Also macht euch da keine Sorgen, das Netzteil ist völlig okay. Und das kostet 130,87 € bei Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Lian LanCool 2 Mesh RGB. Das ist ein sehr beliebtes Case. Ich fand das LanCool jetzt nicht so geil, also preis-leistungstechnisch,
Aber designtechnisch und ganz normal von dem Kabelmanagement und so ist es eigentlich in Ordnung. Ist so eine Geschmacksfrage, müsst ihr selber wissen. Der Airflow ist auf jeden Fall gegeben. Wir haben eine Meshfront und halt auch die entsprechenden Lüfter mit dabei. Wie gesagt, hier wird sehr wahrscheinlich die Wasserkühlung in die Front gebaut und dann werden die umgesetzt nach oben und nach hinten oder wie auch immer Dubaro das macht. Und das kostet 119,89 € bei Mindfactory. Betriebssystem ist nicht mit dabei. Service, 2 Jahre Garantie. Wisst ihr ja schon, es gibt nur einen Retourenschein. Das heißt, der Postbote holt das nicht bei euch ab. Ihr müsst es selber zur Post bringen, wenn irgendwas damit ist. Oder eben den Postboten abpassen, wenn er bei euch vor der Tür steht. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1.799,07 €. Das System soll kosten 1.949 €. Also Pi mal Daumen 150 € fürs Zusammenbauen. Wenn ihr alle Teile bei Mindfactory finden würdet, würdet ihr 190 € fürs Zusammenbauen bezahlen. Hier sind es eben 150 €. Das heißt, der Preis ist okay. Was mich so ein bisschen stört, ist die Nummer mit DDR4. Das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu. Und die 1 TB SSD. Über den Rest kann man sich streiten. Jetzt muss man natürlich hier auch ein bisschen auf die Zukunftssicherheit gucken. Also DDR4 läuft ja langsam aus. Wir kriegen ja immer mehr DDR5, auch immer günstigeren DDR5-Speicher. Und der Prozessor wird sehr wahrscheinlich auch der letzte sein, der auf dem Sockel 1700 läuft. Das heißt, das Mainboard, was hier drin ist, kann nur noch die 13. Generation unterstützen und natürlich die 12. Generation. Da könnt ihr dann noch aufrüsten auf einen 13.9er oder so. Das wird auch noch jahrelang reichen. Ich will nur jetzt mal eben den Vergleich ziehen. Wenn wir hier nämlich schauen, bei dem Kreativecke-PC haben wir hier einen Ryzen 7 7700X. Der läuft auch Sockel AM5. AMD wird die nächsten 4-5 Jahre auf jeden Fall auf diesen Sockel setzen. Bedeutet für euch, sehr wahrscheinlich könnt ihr dann noch Ryzen 8000, 9000, 10000, wie sie alle heißen werden, weiß ich nicht, auf diesem Board nutzen, sofern es dann auch ein BIOS-Update gibt. Auch hier haben wir 2 TB SSD-Speicher und eben DDR5 6000 MTS RAM. Von der Zukunftsfähigkeit her ist der Kreativecke-PC besser. Jetzt haben wir hier die 4070 Ti. Die spielt ungefähr in der Liga, wo auch die 7900 XT läuft. Von dem Hardware-Deals-PC, die Grafikkarte. Da haben wir jetzt aber weniger Speicher. Die hat nur 12 GB anstatt 20. Dafür bringt sie DLSS 3.0 mit und dann noch Raytracing, etwas bessere Performance. Es gibt Spiele, da läuft die AMD besser. Es gibt Spiele, da läuft die Nvidia-Karte besser. Das heißt, hier ist gar nicht mal so der große Unterschied. Und meine persönliche Meinung, wenn ich diese ganzen Faktoren jetzt reinnehme, das Gehäuse ist hässlich, immer noch, aber wenn ich diese ganzen Faktoren mit reinnehme, finde ich persönlich den Kreativecke 2000 aktuell besser als den Hardware-Deals. Auch wenn man gerade diese Zukunftsfähigkeit so ein bisschen betrachtet. Aber lasst mir durchaus mal eure Meinung in den Kommentaren da. Es kann sein, dass Leute sagen, hey, bei 2000 € ist DDR4 immer noch okay. Ich komme mit dem System dann besser klar als mit dem von Kreativecke. Ich mag auch lieber Intel anstatt, was weiß ich, AMD oder so. Müsst ihr alles selber wissen, schreibt das wirklich in die Kommentare. Uns interessiert das gerade als Mods, weil wir ja auch dieses Ticketsystem bei uns im Discord haben und den Leuten immer Sachen zusammenstellen. Und dann können wir uns mal noch so ein paar Meinungen reinholen. Aber kurz zusammengefasst, alles in allem, der PC ist okay, bis auf diese 1 TB SSD und das mit dem RAM. Wie gesagt, muss jeder selber entscheiden. Preislich gesehen völlig in Ordnung. Keine groben Schnitzer, was die Konfiguration angeht. Das passt soweit. Das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.